Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach lecker kochen. Heute Kartoffelpüree mit Flönz bzw. mit Leberwurst. Warum machen wir das? Weil manchmal muss es einfach schnell gehen. Da hat man Hunger, da wird es in den Magen. Wird lecker, machen wir so und auf zum Kochen. Also, auf zum Kochen. So, die Zutaten sind ganz einfach. 200 ml Milch, 1 Liter Wasser, Butter, Muskatnuss, Salz, handelsübliches fertiges Kartoffelpüree in Flocken. Yay! Und leckere Blutwurst und Leberwurst, die habe ich mir beim Metzger geholt. Warum ich diese mir beim Metzger hole, obwohl es ein bisschen teurer ist? Ich unterstütze ganz gerne die Metzger, die bei uns in der Gegend sind. Deswegen kaufe ich da sehr gerne ein. Außerdem schmeckt das schweinelecker. Wir fangen an mit der Brühwurst. Habe den Topf damit. Wasser ist schon drin. Ihr müsst nichts mehr tun, als einfach die Würste hineintun und drin liegen lassen. Sobald das Wasser anfängt zu köcheln, dreht die Temperatur auf halbe Kraft runter. Dann könnt ihr das so ein bisschen drauf liegen, stehen lassen und erstmal so schön heiß werden lassen. Die Würste werden praller werden, die werden sich so ein bisschen ausdehnen, was da drin ist. Das ist sehr, sehr gut für uns. Guckt nur, dass die ganze Wurst schön unter Wasser ist. Mehr nicht. Einfach nur ins Wasser stellen, heiß werden lassen, heiß werden. Gutes. Es ist wirklich ganz einfach. Beim Kartoffelpüree ist es wichtig, dass ihr vorher das Salz in das Wasser tut. Anstatt hinterher nachzusalzen, tun viele. Salz ist drin. Ich halte mich fast komplett an die Vorgaben, die auf der Packung stehen. Wie man eigenen Kartoffelpüree macht, zeige ich euch einfach beim nächsten Mal. Ich habe heute nur gar keine Lust darauf, deswegen lasse ich es. Das Einzige, was ich noch dazu tue, ist eine Prise Muskatnuss. Ganz zum Schluss, weil es einfach ein wundervolles Aroma ist und man sollte Muskatnuss einfach auch verwenden. Es ist sehr, sehr lecker. Das Wasser bringen wir zum Kochen und dann machen wir gleich weiter. Und schon kocht das Wasser. Flasche aus, brauchen wir nicht mehr. Kochendes Wasser, kalte Milch, 400 ml. Und weil wir es können, rein mit dem Fertigzeug. Dann einmal durchrühren. Und dann erstmal stehen lassen. Das muss jetzt erst einmal quellen. Die ganzen kleinen Flöckchen, die da drin sind, müssen jetzt erst einmal aufquellen, von der Flüssigkeit, von dem Wasser und von der Milch aufgenommen werden. Butter und Muskatnuss kommt erst gleich dazu. Jetzt noch nicht. Die Würste lasse ich so lange in dem Topf drin, bis sie richtig schön prall geworden sind. Das könnt ihr richtig sehen, ne? Erst passen sie super rein und danach passen sie gar nicht mehr in den Topf, weil sie so... Ha, da freue ich mich drauf. So, 3-4 Minuten sind um. Das ist schön aufgequollen. Jetzt kommt ein schönes Butterstückchen hinein. Das wird lecker. Ich mag es, wenn Butter dran ist. Und Muskatnuss. Da reiben wir jetzt auch mal eine schöne Prise Muskatnuss drüber. Das riecht lecker. Jetzt heben wir noch ein bisschen die Butter unter, damit die schön schmilzt und der Muskatnuss verrieben wird. Tut mir einen Gefallen und tut den Kartoffelpüree nicht rühren. Das ist nicht schön, dann ist er nicht mehr so schön flockig. Dann habt ihr da wirklich nur noch einen festen Brei. Was könnte man damit machen? Könnte man Fenster abdichten mit? Wollen wir nicht. Ein bisschen unterheben, von unten hochheben. Und dann ist das großartig mehr. Machen wir auch nicht. Das Stück Butter in der Mitte wird sehr schmelzen. Oh, da ist es noch. Und beim Servieren auf den Tellern wird das sehr lecker werden. Also, ist schon sehr lecker. So, die Würste sind auch fertig, sind schön prall geworden. Was ich euch jetzt zeige, mag ich bei der ganzen Sache am allermeisten. Nämlich, einfach mal anschneiden. So, mal die Haut kaputt schneiden. Und das, was da drin ist, einfach rausholen. Hier das Gleiche. Einmal die Wurst ringsrum aufgeschnitten und raus damit. Wenn man die Haut mal wegmacht, dann sieht die Blutwurst so aus und die Leberwurst so. Ja, ich würde sagen, das sieht sehr lecker aus und es geht direkt zum Essen. Jimmy! So, und das war's auch schon. Eine schnelle Endcut, weil ich habe Hunger und das sollte man echt heiß essen.
Deswegen, es muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal reicht es, zwei Töpfe auf den Herd zu stellen, was reinzuschmeißen und ehe man sich versieht, ist es fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es mal, denn es ist echt lecker. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hat es euch gefallen? Zeigt's mir. Fände ich super klasse. Wenn ich mal was Bestimmtes machen soll, sagt es mir. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon darauf. Und tschüss.